Schwere Verletzungen hat eine 15-jährige Schülerin aus Lohne bei einem Unfall mit einem Zug der Nordwestbahn am Donnerstagabend kurz nach 20.30 Uhr in Lohne erlitten. Die Unfallstelle liegt zwischen zwei für Reparaturarbeiten nach einem Blitzschaden gesperrten Bahnübergängen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungssanitäter des Malteser Hilfsdienstes vor Ort brachte der aus Bremen herbeigerufene Rettungshubschrauber Christoph 6 das Opfer zur weiteren medizinischen Betreuung in eine Klinik der Hansestadt. Im Einsatz waren zudem mehr als 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lohne. Die Bahnstrecke blieb bis in die späten Abendstunden gesperrt.